Wir wollen Respekt für die ältere Generation zeigen und wir wollen von Familien unterstützen. Die meisten Pflegekräfte in Bayern sind Familienangehörige. Nahezu 2/3 werden zu Hause gepflegt. Um die kümmert sich niemand. Dabei leisten sie eine große Liebe ihren Angehörigen gegenüber. Und wir wollen sie unterstützen, nicht nur mit ein paar netten Worten, sondern mit tatsächlich finanzieller. Deswegen eine klare Botschaft. Wir haben das Landespflegegeld auf den Weg gebracht. 1.000 Euro pro Jahr. Jetzt bereits 100.000 dieser Tage ausgezahlt an Anträgen, die zu bewilligen waren. Insgesamt schätzen wir 240.000, 250.000, um die es geht. Das Ganze kann man verwenden, wie man will. Die Familien sollen selber entscheiden, was sie damit tun. Ob sie das verwenden noch für Zusatzpflege, die man braucht auch ab und zu, wie die Tagespflege. Oder auch einfach mal als Familie eine Entlastung zu schaffen. Wir wollen dem Thema Pflege eine ganz andere Bedeutung zuwidmen. Das geht auch so weit, dass wir für die nächsten 5 Jahre strebe ich an, ein Pflegegesetz zu machen, in dem wir in unserem Land eine Pflegeplatzgarantie entwickeln, so das ist ein Rechtsanspruch, weil wir wollen, dass man da den richtigen Mix findet zwischen Familie, zwischen Pflegeplätzen, aber eben auch zwischen der Möglichkeit der Tagespflege. Einfach ein Signal auch des Respekts der Familie, der Liebe und der Möglichkeit, auch so lange wie möglich selbstbestimmt zu Hause zu bleiben.